Und schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Heute, wie ihr schon an der Überschrift erkennen könnt, dreht sich alles um die Stoffwindel. Und das ist übrigens eine Kooperation mit der Firma diebestenstoffwindeln.de. Ich erzähle heute zu drei verschiedenen Stoffwindeln, und zwar Blueberry Simplex, Milovia und die Toots Boots. Alle diese Windeln sind One-Size-Größen und das bedeutet, dass diese Größen bis zu 16 Kilo sind. Und ich fange einfach mal an. Und zwar kommen wir als erstes zu den Blueberry Simplex. Und zwar, das sind die AEO-Windeln. Das heißt, ihr habt alles schon drin. Und zwar ist es diese Windel. Diese Windel ist mit Druckknöpfen und ist von 5 bis 16 Kilo. Diese Windel ist aus Bio-Baumwolle und ist sehr atmungsaktiv. Hat eine hohe Saugfähigkeit und ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Diese Windel kann ich an diesen Druckknöpfen öffnen. Und zwar, sieht diese Windel so aus. Das sind 10 Lagen Prefold und diese Windel hat eine Besonderheit, und zwar, dass diese Lasche, die man rauszieht, das ist ein Stay Dry Fleece, und das heißt, ihr könnt entscheiden, ob ihr das hier drüber legt oder einmal sozusagen in die Windel zieht. Das heißt, ihr nehmt die Hand, steckt sie in die Windel rein, schnappt die sozusagen am Ende und zieht sie nochmal durch. So sieht die denn aus. Und ihr könnt zwar entscheiden, und zwar diese Mikrofaserschicht leitet nämlich Feuchtigkeit an den Saugkern weiter und somit bleibt euer Baby trocken. Das heißt, so sieht es dann aus und so macht ihr die Windel einfach nur zu. Was ich an dieser Windel halt toll finde, sind diese Druckknöpfe. Und es gibt halt Windeln mit Klettverschluss oder mit Druckknöpfen. Da müsst ihr halt selber herausfinden, was euch am besten gefällt. Ich finde beides ganz gut. Für die Männer ist es vielleicht besser mit Klettverschlüssen, weil es einfach mal schneller und einfacher ist. Und zwar könnt ihr an dieser Windel diese Druckknöpfe lösen. Dann ist die Windel sozusagen auch größer. Jetzt kommen wir zu den Windeln Milovia, und zwar sind es diese hier. Das sind Überhosen, die mit Prefold gefüllt werden, sozusagen. Und die sind halt mit Druckknöpfen, wie ihr sehen könnt, die hier an der Seite geöffnet werden. Das sind ganz normale, einfache Überhosen. Das ist genau bei der, also genau dasselbe. Und hier befinden sich zwei Laschen, einmal hier hinten am Popo und einmal hier vorne auf dem Bauch. In diese Laschen könnt ihr sozusagen euer Prefold hineinmachen. Dafür gibt es auf jeden Fall von Milovia welche, und das sind zum Beispiel diese hier. Es gibt halt verschiedene Beschichtungen, einmal so die Seite und einmal diese Seite. Die sind wirklich sehr gut und passen auch perfekt in diese Windel rein. Und wenn ihr wollt, also dass diese Saugstärke sozusagen sich verbessert, dann legt ihr die Prefolds einfach übereinander und die Einlagen und legt ihr einfach so in die Windel. Das verstärkt einfach die Saugfähigkeit und euer Baby bleibt länger trocken. Ihr könnt natürlich dann auch entscheiden, welche Seite ihr nimmt. Ich nehme meistens immer die weiche, weil ich finde das auch selber viel, viel angenehmer. Die Einlagen gibt es in verschiedenen Größen, die könnt ihr auf der Seite bestellen. Ich habe jetzt, glaube, die Größe M. Und wenn ihr eure Kinder sozusagen, wenn ihr die Windel dann größer stellt, passt die L wirklich super. Und ich habe jetzt nur die M bestellt, und wenn die Frieda ein bisschen größer ist, kann ich dann nochmal die größere Größe bestellen.
Die Bauch- und Rückenabschlüsse sind mit Mikrofaser und mit Bündchen. Ja, und genauso wie Beinbündchen. Und das ist einfach viel, viel besser. Das sorgt für Auslaufschutz und genauso wie hier hinten. Und es ist auch angenehmer für die Kinder mit Mikrofaser und bleibt einfach mal trocken. Diese Windeln sind erhältlich in Newborn und One Size. Da könnt ihr selber entscheiden, was ihr braucht. Die Größe 1 ist die Newborn-Größe und die ist von 2,5 bis 7 Kilo. Die Größe 2 ist die One-Size-Größe und ist von 4 bis 16 Kilo. Was ich bei der Melovia noch gerne mache, sind die Einlagen, die Prefolds. Die gibt es auch bei diebestenstoffwindeln.de. Das sind so eine Prefold-Einlagen, die als Lagen übereinander geschichtet sind, wie bei der Blueberry Simplex auch. Und die sind nämlich schon vorgefaltet. Ihr braucht sozusagen die nur zusammenzuknicken. Und zwar so hier. Und die könnt ihr auch da rein tun. Die passen zwar jetzt, finde ich, von der Länge nicht immer. Also die, es gibt ja Größe S, M und L. Und die Größe L passt irgendwie nicht wirklich. Also die ist dann sozusagen, hat so einen unschönen Knick drin. Und da würde ich auf jeden Fall den nicht benutzen, weil es halt unbequem ist für euer Baby da drin zu liegen. Und deswegen habe ich die Größe M. Und ja. Die sind sehr saugstark und die nehme ich meistens für die Nacht. Die Außenschicht besteht aus 100% Polyester, also Pull, und die Innenschicht besteht aus 100% Polyester Fleece. Diese Windel sollte man auf jeden Fall nur Leine, also auf der Leine trocknen lassen, da die Beschichtung der Windeln schnell kaputt gehen kann und irgendwann hier drin rissig wird. Jetzt kommen wir einmal zu den Toothputzwindeln. Und zwar habe ich im Moment noch 4 Stück davon und habe die ausgiebig für euch getestet. Diese Windel ist mit Klettverschluss und ist von 3,5 bis 16 Kilo. Diese Windel wird mit Klettverschluss geöffnet. Und hat einen soften Bambussaugkern. Es hat eine Stay-Dry-Zone sozusagen an den Beinbündchen und ist ganz gut wegen dem Auslaufschutz. Man muss natürlich darauf achten, wenn man die Windel rummacht, dass diese das Innenleben von der Windel immer noch so ein bisschen nach innen gekrempelt wird, damit diese Windel auch wirklich trocken bleibt. Dieser Stoff, da wo die Bündchen an der Seite sind, ist wirklich sehr gut und leitet die Feuchtigkeit in den Saugkern weiter und somit bleibt es an der Seite wirklich trocken. Und zwar die Bambuseinlage, ihr müsst auf jeden Fall da die Hand reintun und ihr zieht die einfach nur raus und so sieht es aus. Die Windel, die Saugeinlage hängt sozusagen einfach nur draußen, manche legen das einfach drüber, ich lege das rein, das soll man eigentlich auch so machen. Diese Saugeinlage ist sehr weich und sehr atmungsaktiv und ihr nehmt die sozusagen mit der Hand hier fest und drückt die in die Windel hinein. Dann nimmt ihr die Hand wieder raus und diese Lasche, die hier unten ist, die legt ihr sozusagen über die Windel, also über diese Einlage. So sieht es dann aus. Und so sieht die Windel dann aus, wenn sie zugeht. Das zeige ich euch dann nochmal extra. Ihr benötigt auf jeden Fall eine Fließrolle. Es gibt verschiedene Stärken von dieser Fließrolle. Ich mag eigentlich eher die dünne, ich habe jetzt aber noch die dicke. Und zwar legt ihr sozusagen in die Windel hinein, damit ihr besser den Stuhl entfernen könnt und die Windel auch sozusagen auch mehr sauber bleibt und ihr könnt diesen Stuhl sozusagen gleich so mit dem Vlies in die Toilette schmeißen oder auch in den ganz normalen Hausmüll. Zu den Windeln gibt es auch verschiedene Vliesarten und zwar gibt es aus Stoffvlies. Das ist wirklich ganz, ganz weich und ich mache das immer mit hinein und darüber halt nochmal das normale Vlies zum Wegwerfen. Es gibt natürlich auch dieses dickere noch, um einfach die Saugstärke zu verbessern.
Das Wichtigste natürlich, ihr müsst die Windeln ja waschen. Und zu dem Waschen zu kommen, ganz wichtig, was ihr beachten müsst. Also ihr sammelt die einfach 2 Tage und in den 2 Tagen tut ihr in, entweder in so einen Wickeleimer, wo so ein Netz gespannt ist, den ich sozusagen im Moment noch nicht habe und das macht sich echt ganz blöd. Deswegen tue ich das alles in eine Tüte und sammle das in eine Tüte verschlossen immer wieder und dann wasche ich sie sozusagen und schmeiße diese Tüte weg. Natürlich werde ich auf jeden Fall mir noch eine Nasstasche holen. Und zwar gibt es bei diebestenstoffwindeln.de Nasstaschen in verschiedenen Größen. Ihr könnt eine Nasstasche mitnehmen für unterwegs, für die Tasche oder auch für zu Hause. Zum Beispiel, wenn ihr ein Kita-Kind habt und die Stoffwindeln in der Kita euch mit nach Hause geben lässt, würde ich euch raten, eine Nasstasche zu kaufen für die Kita direkt, damit ihr sozusagen von der Kita die Windeln mitnehmen könnt nach Hause. Es macht sich wirklich ganz gut. Ihr sollt die Windeln auf jeden Fall nicht einweichen vorher, das ist ganz wichtig. Bei den Windeln drauf achten, wenn ihr die waschen solltet. Diese Klettverschlüsse, die hier drin sind, ganz wichtig, müssen immer nach innen geklappt werden, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Windeln sich ineinander verhaken und ihr macht euch wirklich die Windeln kaputt. So wie wenn ihr die Windeln mit anderen Sachen waschen solltet, das könnt ihr gerne machen. Wichtig ist 60 Grad bei den Windeln. Gut ist es auch, wenn ihr die Windeln mit anderen Sachen waschen tut, dass ihr auf jeden Fall einen Spülgang macht vorher. Das heißt, ihr macht die Windeln rein und spült, also macht einen Spülgang, der geht vielleicht 15 Minuten oder so und danach packt ihr sozusagen die restlichen Sachen mit rein. Wichtig ist es auch, dass ihr weniger Waschmittel benutzt, kein Weichspüler oder Bleichmittel, genauso wie Essig oder Fleckensalz. Das macht die Windeln auf jeden Fall auf Dauer kaputt. Die Saugfähigkeit wird sonst stark vermindert und ihr habt wirklich davon nichts. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Trockner. Und zwar bei dem Trockner ist es so, man kann die Windeln trocknen, also zumindest die Toots Boots und Blueberries, weil ich die ja habe und auch manchmal in den Trockner schmeiße. Mulovia soll man auf jeden Fall nicht, weil die Beschichtung sonst kaputt geht und besser ist es natürlich auf der Leine, weil es auf jeden Fall durch den Trockner passiert das, dass ihr einfach mal mehr Verschleiß habt. Es kostet Strom und ja, auf jeden Fall würde ich euch raten, lieber ein paar Windeln mehr und weniger den Trockner anmachen, ja, weil es halt dann irgendwo für die Windeln auch nicht gut ist auf Dauer. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie ich die Windeln fülle. Wir kommen als erstes zu der Windel Blueberry Simplex und zwar ist es eine AEO-Windel, sozusagen alles in einem. Ihr öffnet als erstes die Druckknöpfe, ich befülle die Windel immer nachdem sie sozusagen trocken aus der Wäsche ist. Ja, so sieht sie innen aus, das ist Bambus Einlage sozusagen. Ich kann euch ja nochmal zeigen, wie das funktioniert. Ihr habt ja hier sozusagen dieses Mikrofaserflies. Das müsst ihr beim jedem Waschen sozusagen mit wieder, also nach dem Waschen immer hineintun. Ihr nehmt es sozusagen hier am Ende, schiebt es sozusagen durch die Lasche und kommt am anderen Ende raus und nimmt die Hand wieder raus. Das heißt, so ist sie schon richtig. Ihr könnt die auch so belassen. Ihr könnt die Saugstärke verstärken, indem ihr sozusagen hier noch was hineintut. Ich mache das immer so, dass ich nochmal Vlies drauf tue. Ich lasse manchmal so, manchmal verstärke ich sie. Da könnt ihr sozusagen entscheiden, ob ihr jetzt Stoffvlies nimmt. Es gibt halt verschiedene, entweder das dickere oder das dünnere. Da ist aber die Gefahr, dass es hier an den Laschen nass wird. Das heißt, ihr könnt es auch in die Windel reinpacken. Ich mache das aber meistens so, dass ich so ein Vlies von der Rolle nehme. Einfach ein Stück abreiße. Da müsst ihr aber sozusagen falten. Bei den kleineren finde ich es natürlich viel schöner. Dieses dünnere Vlies, da ist es schon angepasst. Da braucht ihr gar nichts mehr machen. Das heißt, ich knicke mir das einfach mal hier so durch und passe das meiner Windel an. Dann lege ich das hier hinein und dann ist die Windel schon fertig. Dann kann ich sie sozusagen verschließen. Also ich mache das immer, wenn ich sie befülle,
dann schließe ich die wenigstens noch hier an der Seite, auf jeder Seite mit einem Knopf und dann packe ich sie weg. Dann kommen wir zu der Windel Melovia. Und zwar ist es eine Überhose-Windel, das heißt, ihr braucht dafür Prefold, Fleece und das zeige ich euch einfach mal. Und zwar habt ihr die Knöpfe. Bei der Windel ist das größenverstellbar, also es ist ja eine One-Size-Größe und das heißt, ihr könnt das hier oben verstellen. Ihr macht die Druckknöpfe sozusagen ein bisschen höher. Ihr macht die Windel auf, dann habt ihr sozusagen hier die Druckknöpfe nochmal, die könnt ihr auch nochmal verstellen, so breitheit wie möglich oder so schmal, wie ihr halt braucht. Wenn ihr die Windel öffnet, habt ihr sozusagen diese zwei Laschen, einmal am Bauch und einmal hinten am Rücken. Und es ist natürlich beschichtet, das ist ganz gut und es ist ein Auslaufschutz, da sozusagen die Bündchen hier einmal hinten am Rücken sind und einmal am Beinchen. In die Windel könnt ihr entscheiden, es gibt von Melovia die Einlagen, da könnt ihr entscheiden, ob ihr eine nimmt oder die Saugstärke verstärken wollt, indem ihr zwei aufeinander legt. Das könnt ihr auch gerne tun. Ihr könnt aber auch die Seiten wechseln, entweder diese Seite oder halt diese Seite. Es gibt halt verschiedene Stärken davon. Meistens lege ich immer zwei übereinander, da Frieda ja schon fast 7 Monate alt ist, muss die Saugstärke schon ein bisschen mehr sein. Da lege ich zwei übereinander, mache die sozusagen hier in die Windel rein. Es gibt natürlich von dieser von diesen Einlagen auch die verschiedenen Größen. Und zwar, das ist die Größe M, es gibt aber noch S, M und L. Und zwar könnt ihr ja diese Windel von Newborn bis, bis zu One-Size-Größe nutzen. Und das heißt, ihr könnt jetzt noch anschließend dieses Vlies hineintun. Das mache ich ja immer. Das heißt, ich lege dieses Stoffvlies hinein. Da könnt ihr halt zum Beispiel jetzt auch wieder entscheiden, ob ihr das dickere nimmt. Das mache ich zum Beispiel nachts manchmal, dass ich dieses nehme und dann sogar dieses noch auf, also darauf tue, weil dieses Vlies ist ganz gut dafür, dass die Flüssigkeit mehr nach unten verläuft und hier bleibt es sozusagen trocken. Ich lasse die Windel einfach so, dann nehme ich mir sozusagen noch ein Stück Vlies. Knickt das sozusagen zurecht, da ist es wieder halt bei den dünnen immer ein bisschen besser. Müsst ihr mal drauf achten, was euch lieber gefällt. Ich knick das hier und falte das sozusagen zurecht. Ich lege das in die Windel hinein. Und da solltet ihr drauf achten, ich habe das jetzt einen Ticken zu schmal gemacht. Finde ich immer ganz gut, wenn es ein bisschen größer ist. Weil wenn sie jetzt keckern sollte, dann könnte es passieren, dass die Seiten hier voll sind. Da ist das Vlies ein bisschen breiter, schon ein bisschen besser. Und dann könnt ihr sozusagen, wenn die Kleine gekackert hat, dieses Vlies einfach herausnehmen und so halt in die Toilette spülen oder halt in den ganz normalen Hausmüll hineintun. So, ich lasse das jetzt einfach mal da drinne. Und ihr könnt die Windel dann ganz normal wieder schließen. Da Frieda schon größer ist, werde ich natürlich die Knöpfe wieder öffnen. Und so sieht es dann halt aus. Ihr schließt sie. Ich mache das dann wieder mal so, dass ich halt wieder die Druckknöpfe schließe, dass es alles zusammen bleibt. Und so kommt sie halt in meine Box, bis die Frieda die Windel dann anhat. Jetzt habe ich mir einmal nochmal von der Melovia nochmal eine Windel genommen. Es ist die gleiche, nur halt anderes Muster. Das ist immer ganz toll an den Windeln. Und zwar könnt ihr diese Windel dann halt auch mit Prefolds füllen. Und zwar habt ihr Prefold, was ihr euch bei diebestenstoffwindeln.de kaufen könnt. So sieht es aus. Das ist schon vorgefaltet. Das heißt, ihr habt diese Linien schon dran genäht. Das sind halt verschiedene, mehrere Schichten Prefold, die aufeinander genäht sind. Das heißt, ihr legt die einfach so, klappt die zusammen. Und dann nehmt ihr euch die Windel, nehmt die sozusagen an der Hand fest. Ich mache das immer so. Dann lege ich sie hier sozusagen am Rücken schon mal ran und dann packe ich die vordere auch nochmal. Das heißt, ihr müsst darauf achten, dass die Prefolds auch wirklich drin sind. Das ist halt ganz gut bei den Melovia-Einlagen, dass sie schon angepasst sind. Da sind diese Prefolds nicht so. Da müsst ihr selber gucken. So, das heißt, die Laschen sind jetzt drüber. Da müsst ihr halt ganz doll drauf achten, damit die Flüssigkeit nicht hinauskommt. Und da könnt ihr halt gucken, ob ihr jetzt nochmal das dickere Vlies, ich mache jetzt einfach mal das dickere Vlies nochmal hinein. Das könnt ihr machen, um die Saugstärke sozusagen nochmal zu verbessern. Und dann nehme ich mir wieder ein Vliesstück und
falte das wieder zurecht, wie ich vorhin schon mal gezeigt habe. Und ja, dann faltet ihr euch das zurecht, legt es sozusagen wieder in die Windel hinein. Und so sieht es halt aus mit Prefolds. Die Prefolds sind sehr saugstark und die nutze ich meistens auch für die Nacht.